Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute in LS17 als Forstprojekt auf der Map Pacific Login zusammen mit dem McMahon aus den Sachsen Let's Player und der Werner von Burning Gamers. Ja, ich sag nächstes Mal einfach im Forstprojekt. Ja. Ja. Ja, fertig. Dann steht aber wieder 1000 Mountain drunter. Wir hätten die Map. Ja. Oh, hier ist eine Gabelung. Ich muss rechts. Doch. Bring da bitte, ach so, warte mal. Was denn? Ach so, nee, du hast so eine Poltergabel jetzt? Ja. Ach ja, wir haben jetzt drei Poltergabeln. Gut. Ich glaube, Randy hat schon geholt. Ja, soll ich da, ich verkaufe das aber direkt, ne? Weil nochmal will ich den ganzen Rotz nicht anfassen. Nee, verkaufen. Klar. Das Holz auf jeden Fall. Alter, ist das ein geiles Forstgebiet, muss man echt sagen. Macht so viel Spaß. Es ist irgendwie schade, dass wir den abholzen, dann sieht es nicht mehr so schön aus, ne? Hast recht, ne? Fahren wir einfach weiter. Du musst halt ein paar Kästen mehr Krombacher saufen. Ja, oh, nee. Ich verstehe kaum weiter. Raus! Na gut. Wollen wir die häckseln oder was? Ja, du hast ja gesagt, ab ich noch welche Säge hab ich natürlich denn gemacht, aber. Na, wir haben so gemacht, dass die großen. Die, was du jetzt hast, haben wir auf dem IT-Runner geladen und das Kleine, die Kleinen haben wir gehäckselt. Aber wir können jetzt auch mal einen großen mit durchhäckseln, ist jetzt nicht das Ding, denke ich. So. Wisst ihr, was das Problem ist? Ich weiß nicht, wo ich es abladen soll. Am Wasser. Ja, aber da ist keine Markierung. Das Wasser ist sehr breit hier. Trigger? Dann wirst du bestimmt Trigger überall. Sehen. Hier waren die Trigger 5. Lässt du mich mal rein? Ja, ja. Kurz? Ja, die Trigger sind gelb markiert eigentlich. Oh. Ne, warte mal. Halt die Frage, wo, ne? Oder hat er echt so breit gemacht, dass du hier alles reinschubsen kannst? Hm. Versuch's mal. Gab's doch? Moment mal. Zeigt er nicht an, glaube ich. Zeigt er nicht an? Warte mal. Ne, mach mal. Hey, mach mal, fahr mal hier rein, das wird hier sein. Problem ist, ich komme nie wieder raus, ne? Du sollst nur den Hänger reinschieben, nicht den ganzen Sattel. Achso, okay. Warte, Spanngurte. Okay. Ich hoffe, das Holz bleibt jetzt weg und rutscht nicht einfach in den See. Lass mich ganz kurz das nachgucken. Wie wär's, wenn du es einfach mal mit denen probiert? Trau mich nicht! Alter! Nee, das ist nix hier. Oh, tschüss, Werner! Ah! Also die Differentialsperren alles an? Alles jetzt, ja. Oh Gott. Hat aber ganz schnell die Spanngurte dran ja, gemacht. Ja, ich hab extra vorhin noch geguckt, welche Taste das war. Das Problem ist, es geht brutal steil gleich runter, ey. Ja, das weiß. Ist echt heftig. Warte mal, Da nochmal, ja. Das sieht gut aus. Da kippt er vielleicht nicht so zur Seite. Nee, das, er nimmt nichts. Naja, du bist doch nicht drin, davon abgesehen. Ja, aber es ist... Wir müssten vielleicht einfach mal einen so reinschmeißen. Ja, ich lade mal noch einen ab, Moment. Ja. Den sauren Apfel müssen wir beißen. Oh. Wow. Bin ich ja gespannt, ob das funktioniert. Siehst du gerade, wie der IT-Runner aussieht? Oh. Hängt auch gar nicht hinten runter oder sowas. Ich glaube, die Achse ist gebrochen. Ja, irgendwas ist hier. Alter. Das ist aber heftig, oder? Mega heftig. Boah. Da jetzt was raus, ja. Kriegst du raus. Kannst zugrapschen schon. Glaubst du? Ja klar. Warte. Nee, machen wir ein bisschen vor. Oh. Alter, das Ding wackelt. Lol. Das ist massiv überladen. Geh mal hier vorne dran. Ja, ich gehe ganz vorne ran. Da ist genau die Runge im Weg, ne? Aber nee. Ich hab mir gerade mal den Kommentar durchgelesen, den du meintest, Randy.
Aber einer hat es mal ausnahmsweise mal kapiert. Okay, jetzt kannst du auf der anderen Seite. Der darauf geantwortet hat, ja. Der darauf geantwortet hat, ja. Da darf man ruhig mal applaudieren. Und so selten vor. Hast du toll gemacht, Hitcher, selbst hier. Hast du keinen Applaus in deinem Soundboard, Randy? Ich hab's nicht installiert. Ah. Wollte ich aber mal nachholen. So viel Scheiß von den Rekruten, die da reinschreiten kannst. Und auch Werner. Ach, oh, wechsle ich das. Oh, Rainer hat auch die letzten Tage wieder viel gutes Met geliefert. Da war eigentlich alles. Ja, alles. Werner, wie wird denn das jetzt hier? Eine gute Frage. Fahren wir mit der Runde da, fahren wir dahinter und. Okay. Ja. Nein, wir machen das anders. Ja, genau. Zack, auf den Traktor. Ah, knapp daneben. Bin mir nicht sicher, was jetzt passiert gleich. Aber es muss im Wasser gehen, weil das ist ja, hier geht ja das Holz hoch. Aus dem Wasser raus, ins Sägewerk. Eben, genau. Aber nur einfach reinwerfen ist halt auch, auf Verdacht ist halt auch kacke. So. Komm, schmeiß den einen jetzt hier rein und dann sehen wir, was passiert. Randy, guck mal Konto. Ich guck mal Konto. Ja, aber wegploppt. Hier, ne? Ungefähr? Ja, ja, hau rein. Genau. Gabel, willst du vielleicht aufgehen? Andere Richtung. Andere Richtung. Oh. Ah ja. Lord. Gut. Ja, 1100. Alles wow, klar. Wow, nur der eine? Ja, ja, das ist die dicken, die sind schon gut. Krass. Die Bursche sind immer gut. Ja, Werner, dann jetzt rückwärts mit Anlauf und dann Vollbremsung. Anders, lad doch den IT-Runner ab. Ja, mach. Moment, ich mach das hier an der Kante. Genau. Leckt schon wieder so, ey. Ja, ich weiß. Mach mal die Lichter aus. Oh. Alter, wie das leckt gerade. Ist ja ekelhaft. Du musst nur noch 8 Minuten durchhalten. Wow, jetzt muss Geld gekommen sein. 100, 1200, 1300, 1000, 1500. Gesamt macht das wie viel? Also jetzt haben wir 33.000 von 12.000. Ja. Hopp, da ploppt noch weiter auf, ja. 20.000, alter Verwalter, ey. Ordentliche Ladung. Ja. Soll ich mal von hinten drücken? Ja, wäre aber das Sinnvollste. Kann ich auch eben machen. Achso. Das Spitze muss aber schon mal weg hier, sonst wird das nicht. Klar, lass sie dran. Brauchst du nicht abschneiden. Wenn du das sagst. Brauchst du wirklich nicht. Meist nur mein Klumpatsch mal fix hier drauf. Ja, jetzt sind wir gut beladen hier. So, sieht sehr gut aus. Ist der schon gestiegen, der Helik bei mir? Nein. Glaube nicht. Komm sofort. Also ich hatte ihn jedenfalls noch abgelegt. So. Hey. Hallo. Ist so ein Rebell, ne? Vor, zurück, vor, zurück. Wer denn? Frizzy? Randy. Randy. Na. Hey, wann hab ich Randy hier? Wieso würdest du noch ein bisschen schneiden? Bin gerade dabei. Wo denn da? Ich bin gerade bei Werner. Ein paar Bäume fällen? Mach ich, ja. Du bist auch so ein Kandidat, ne? Was? Wer? Dies ist auch so ein Kandidat, hab ich gesagt. Warum? Für? Hält den Deutsch einfach mitten in den Weg. Naja. Ja, damit er immer schön bei euch in Videos auftaucht.
Ja, ich stelle die jetzt mal hier unten. Hier unten her. Oh mein Gott. So. Wir wollen beim nächsten Mal beim Deutz anschreiben, ne? Ich habe viel Werbung für euch gemacht. Ja. Ja. Ich will einen Pullover haben. Ja. Welche Pullover? Die Spitze wären ja letzter nicht mehr drauf, oder? Nein. Zum Minder. Was? Also das Stück hier. Die Plus raus kannst du ja nicht in den Häcksler werfen. Das hier. Ja. Willst du die auf eine bestimmte Größe haben, Tino, oder soll ich erstmal nur hier ein paar... Die kleinen brauchst du gar nicht schneiden und die... Wow! Alter Falter! Die kleinen brauchst du gar nicht schneiden und die großen schaffst du auch nicht. Brauchst keine schneiden. Alles klar. Die großen gehen zu Werner und die kleinen gehen so in den Häcksler. Gut. Aber entasten und so, das mache ich ja noch, ne? Richtig. Obwohl, geben die Äste vielleicht extra Geld? Durchdrücken. Die Äste extra Geld geben... Weiß wenn gar wir nicht. Jetzt leise. Achso, Geld. Hm. Weiß ich nicht. Also der extra Häcksel-Dingsbums. Geht er rein? Ja. Sieht halt auch komisch aus. Hm. Okay, cool. Oh, das ist ein großer Verwerner. Kannst du ihn noch entlasten eben? Ja. Bong. Ach, du versteckt. Maximale Tarnung. So. Verwerner Nachschub. Jo. Hatmut, Hatmut. Gut. Hier haben wir noch was Kleines. Ach, die siehst du da hinten noch rumspringen. Naja, manche Bäume sind im Erdreich halt verankert. Ja, richtig. Schneiden musst du sie alle, auch die umgeknickten. Ja. Die musst du auch abschneiden, die sind einfach nur schief gelegt. Ja. Ja. Ja, aber das Ende kriegst du halt nicht weg, das musst du halt weghäckseln. Also wegschneiden. Ja, genau. Hat denn schon jemand was hier so für weihnachtlich irgendwas dekoriert oder so? Also ich habe mir Kunstschnee bestellt, einen 8 cm großen Plastikweihnachtsbaum. 8 cm? Das ist ja nur für YouTube. 8 cm? Das ist ja der von Ikea größer als der Dose. Ja, ja. Kam doch hier aber auch noch 6 Euro. Den hatte ich auch am Wochenende in der Hand. Ja. Ernsthaft? Ja, ohne Witz. Ein Weihnachtsbaum aus der Dose? Ja, ja. Cool. Obwohl ich mir eigentlich überlege, ich hab's noch nicht bestellt, ob ich den Kunstschnee nicht überlegt lasse, weil die verlangt da teilweise Preise dafür, Alter. Da kann ich mir auch so, keine Ahnung, ein Kilo Zucker kaufen, sieht genauso aus. Hm. Klar. Und im Sommer sind die ganzen Viecher da. Zuckerparty bei Randy. Ja, ja ist ja jetzt nicht so, als würde ich's irgendwo hinschmeißen und das Ganze ja überliegen lassen, du Vollhorn. Weiß ich ja nicht. Ich bin nicht so sicher. Vollblebo, Alter. Kleine Hunger zwischendurch, ja, ja. Ja, die Finger angeleckt, ne, ganz das. Ja. Also jeden Fall, bisschen, jedenfalls billiger. Warte, ich schieb den mal rein, kannst du den, warte, ich schieb den mal kurz rein. Und dann müssen wir mal den anderen, die anderen zwei anheben. Und kipp doch um hier. Schon die Push-Mod? Kannst du die hochheben? Dann würde ich die reindrücken. Gut aus. Ein bisschen höher. Der eine da. War der jetzt? Oh, was geht denn jetzt? Da? Mal, ich muss mal gucken gehen. Ach so. Das sieht gut aus. Schön. So. That's a wrap. Ach so, Sonntag, gemütlich im Wald, das ist schon was, ne? Ja, die frische Luft und so. Ja,
Ich, okay. Randy, merkst du es, wie es gleich so der Körper angeht? Nö. Ich merke nur, dass Schulter noch irgendwo was klimm ist. Aber mehr merke ich momentan nicht. Oh, Randy, ey. Jetzt ist die Frage, wenn er sagt, ich muss heute irgendwann mal aufs Klo, dann glaube ich, ist es das große Geschäft gemeint damit, oder? Aber in diesem Sinne, für Sie. Ja, gut, meine lieben Leute, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge wieder vorbei, schaut bei den anderen vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.